Hallo und willkommen am GSA, dem Gymnasium Siegburg-Allee-Straße. Wir sind Lukas und Amelie und wollen euch kurz die Schule ein bisschen vorstellen und zeigen. Das GSA bietet ziemlich viel. Deswegen habt ihr nicht nur das, sondern gleich mehrere Videos. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen die Schule. Kommt doch einfach mal mit. Unsere Schule befindet sich fußläufig zum Bahnhof, mitten im Herzen der Stadt und hat so eine Top-Lage. Obwohl die Schule so zentral gelegen ist, ist sie vom Grün umgeben. Ein eigener Bach, viele Grünflächen und ein Teich. Statt einem großen Schulhof sind die Gebäude von vielen kleinen umgeben. Schülerinnen und Schüler von überall kommen täglich hierher, um am Ende ihr Abiturzeugnis in den Händen halten zu können. Das Gymnasium Siegburg-Allee-Straße bietet auf dem Weg zum Abitur eine große Vielfalt. Wer euch am besten einen Überblick geben kann, ist unsere Schulleiterin Sabine Trautwein. Das Gymnasium Siegburg-Allee-Straße hat eine über 150-jährige Tradition. In dieser Zeit zeichnet es sich immer als eine Schule aus, in der hohe Bildungsstandards und soziale Kompetenzen an erster Stelle stehen. Für alle am Schulleben Beteiligten ist das GSA unsere Schule, in der wir ein respektvolles Miteinander pflegen, das von Vielfalt geprägt ist. Vielfalt in persönlicher, aber auch in fachlicher Hinsicht. In sprachlich-musikalischem, aber auch im Bereich der MINT-Fächer sind wir breit aufgestellt. Unsere Schülerinnen und Schüler stehen nicht zuletzt auch durch das Französischprofil und der damit verbundenen Möglichkeit, auch das französische Abitur abzulegen, alle Türen für die Studien- und Berufswahl offen. Falls ihr euch noch weiter an der Schule engagieren wollt, ist die SV genau das Richtige für euch. Wir starten tolle Projekte, zum Beispiel unsere Talentshow, deren Einnahmen an die Kinderkrebshilfe gespendet werden. Insgesamt wird soziales Engagement in dieser Schule großgeschrieben. Wir haben nicht nur den Tag für Afrika, an dem wir für Hilfsorganisationen spenden, sondern auch andere tolle Projekte. Jetzt wird euch Frau Kürnbach ein bisschen mehr dazu erzählen. Als Ganztagsschule ist es für uns natürlich wichtig, Angebote für alle Schülerinnen und Schüler zu machen. Das ist natürlich einerseits im AG-Bereich, wo man von Mountainbike bis Chemie-AG, von Musik bis Kochen alle möglichen Tätigkeiten durchführen kann. In unserem Selbstlernzentrum sind die Kinder bis nachmittags um 3 zuverlässig und kompetent betreut. Aber auch wenn es in der Schule mal nicht so gut läuft, haben wir natürlich Angebote. Da gibt es einerseits Lehrer, zu denen man in der Mittagspause hingehen kann und einfach mal nachfragen kann, wenn man was nicht verstanden hat. Oder ältere Schülerinnen und Schüler, die als Lerncoaches Tipps geben, wie man einfach besser lernt oder auch Nachhilfestunden geben können.